Lieber, ich soll mir erstmal vorstellen, ich bin der Yvonne von Flerke, für die Einzige, die mir vielleicht noch nicht kennt. Ganz wichtig, erstmal möchte ich euch, die Starter hier bei der Weltmeisterschaft in Hawaii, in Kona, gratulieren, dass ihr das geschafft habt, dass ihr beim WM dabei bist. Das ist wirklich der Hammer. Und ja, wir werden jetzt jeden Tag ein kleines Video bringen und ich gebe da so ein bisschen kleine Tipps und hoffe natürlich, dass euch das auch ein bisschen zum Lachen bringt, weil ja, manchmal kann ich ja auch ein bisschen witzig sein. Wir fangen natürlich an beim Schwimmen, wie ihr jetzt da am Samstag das auch habt. Wie ihr seht, bin ich jetzt im Neopren. Ihr dürft das ja natürlich nicht, aber das macht ja eigentlich nichts, weil das schöne Meereswasser in Hawaii hat sehr viel Auftrieb, deswegen solltet ihr das unbedingt nutzen. Die Beinchen liegen ja ganz schön hoch in dem Meer und deswegen braucht man ja so ein Neo nicht. Ja, wir wollten eigentlich mal reden über, was ihr da so noch in die Rennwoche macht. Ich denke mir immer, das ist ganz wichtig, dass ihr da wirklich in Meer reingeht, so nicht nur im Schwimmbad trainieren, weil ihr müsst ja das Rennen im Meer machen, oder? Hey, da sage ich schon mal was falsch, weil es ist nicht müß, ihr darfst, weil das ist ja wahnsinnig. Das Wasser in Kona ist ja so unglaublich schön. Die Fische, die Schildkröte, und das sollt ihr unbedingt genießen in die Rennwoche, weil es ist einfach, ja, traumhaft. Es ist einfach speziell und das, da müsst ihr Energie von tanken, das ist wichtig. Also, üben im Meer. Nicht zu hart trainieren mehr, einfach bei Steigerungen schön auf Zug, richtig gut das Wasser fühlen, ganz wichtig, vielleicht ein bisschen Übungen im Wasser machen, dass du richtig das Gefühl kriegst vom Meer, was eben halt anders ist wie im Schwimmbad, oder? Oder hier so wie in schönen See. Das Meer ist sehr salzig, hat wie gesagt viel Auftrieb, hat Strömung, Wellen. Deswegen ganz wichtig in die Rennwoche ein paar Mal hüpf ins Meer, Fischen genießen, spielen und Energie tanken. Ja, das war es, glaube ich, schon. Ich bin ja nicht die allerbeste Schwimmer, deswegen muss man für die technischen Sachen eher bei jemand anders sein. Na, ich springe jetzt mal hier in unserem schönen Jannensee, hier im schönen Vorarlberg. Euch wünsche ich ganz viel Spaß in Kona. Und wie gesagt, jeden Tag gibt es ein neues Video zum Radeln, Laufen und noch einige andere Sachen. Und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß, genieße es und toi, toi, toi. Tschüssi.